Eine Jumpanne. Hallo? Was? Keine Sorge, die gucken mich nicht durch Glas an. Keine Panik auf der Tiefe. Und jetzt sagst du Hallo. Ist der jetzt einfach? Es war nass draußen. Guck mal, ich hab sogar. Ich nenne ihn Andy. Pflanzen aus dem Sumpf mitgebracht. Ich nenne ihn Andy. Oh, das ist aber nett. Au! Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe doch gar nichts. Au! Du hast ihn angeguckt. Du solltest dabei nicht ins Haus gehen. Er kann sich ins Haus teleportieren. Du solltest in ein Haus gehen, wo die Decken nicht so hoch sind wie bei Marcel oder so. Bei mir dürfte ich sicher sein. Er guckt dich schon so an. Nicole, fang den mal um. Weißt du, was ich glaube, was er gerade versucht hat mit dem offenen Mund? Hm? Ich glaube, er hat versucht, dich zu verfolgen, konnte sich aber nur groß teleportieren von der Reichweite her. In den Wo ist er denn? Das Ach da. Wollte er nicht, deshalb stand er da. Wir haben ein Problem. Hat die Glasscheibe angebrüllt. Was denn? Schiri. Oh, guck mal, sogar ein Enderauge. Boah, ich hab drei Enderauge. Drei hat sie bekommen. Hast du Plünderung genommen? In der Perle. Mhm. Sehr schön. Huch, jetzt habe ich einen Sattel vor Freude weggeschmissen. Yay, drei Enderperlen. Schmeiß ich gleich mal meinen Sattel aus dem Fenster, oder wie? Oh, guck mal, Marcel, du läufst wieder. Tschüss! Wo geht's denn hin? Keine Ahnung. Der Marcel, der läuft hier ein bisschen rum. Warte, Nicole wird attackiert von irgend... Was? Scheiße. Wo kam der denn her? Der stand davor. Ich lass mich mal eben vom Zombie umbringen. Weil ich bin wieder in dem Villager-Dorf von vorhin. Ja, wenn du dich da umfangen lässt, dann kommst du doch auch... Ich hab das Bett abgebaut. Okay. Der Zombie-Pigman ist aber noch hier irgendwo. Ich glaube, der ist gerade ins Wasser gefallen. Spasti, ey. Greift er mich an, ich hab immer was gemacht. Ohne Spaß, ich hab echt nichts gemacht, ich stand da nur. Okay. Guck mal, ich hab Depressionen stehen in der Ecke. Ja. Marcel ist depressiv, steht hier neben mir und heult. Und ich bin davor am Marathon gelaufen. Wo kam der denn her? Der stand vom Nether. Ich wollte gerade in mein Haus gehen, hat er mich geschlagen. Dann wollte ich schnell hier reingehen, das habe ich aber nicht mehr geschafft. Jetzt ist mir die Flasche umgefallen. Junge, jetzt schmeißt du vor Freude an und deine Flasche. So, jetzt tue ich mal das Zeug hier weg. Bin ich immer noch depressiv? Ja, wahrscheinlich. Der Marcel, sein Controller läuft von selbst. Wie du es von mir kennst von der PlayStation, das macht Marcel's Switch-Controller auch. Und der lief hier jetzt die ganze Zeit im Kreis hin und her, während er neben mir stand und mit mir redete. Das fanden wir jetzt witzig. Wer möchte nicht ein Selbstlaufen, Marcel? Sattel! Ja, alles gut. Sattel! Kannst du einen Kuchen bringen? Keine von unseren, so viele haben wir nicht. Der Marcel hat Schluck auf. Das höre ich. Nein. Oh, doch, und wie ich das höre. Boah, ich pack die Sachen jetzt hier rein. Ich habe keine Lust, die alle wegzubringen. So eine Schippe brauche ich nicht. So, ich guck mal im Villager-Dorf. Beziehungsweise beim Turm wieder. Ich renne wieder im Kreis. Gut, ich gehe mal gucken, ob ich noch eine Plünderung starten kann. Oh, guck mal hier. Ach, das war Nicoles Zeug noch. Wollte schon sagen. Was war da denn? Kompass, Enderperlen. Oh, mein Kompass. Den brauche ich, bevor ich in der Höhle gehe. Ein Bogen lag hier noch.
Ich habe das jetzt alles hier in die Kiste in meinem Haus getan. Ja, ich brauche nur den Kompass, damit ich später wieder zurückfinde. Boah, dein Haus ist jetzt aber leer. Weil kein Bett mehr steht. Ja.